Ich will auch so langsam heiraten. Eines Tages, als ich mit meinem Kollegen etwas getrunken habe, der Typ ist verheiratet, habe ich beiläufig gesagt, was ich schon lange vorhatte. Ha? Na dann, ich kenne ein wirklich gut aussehendes, ruhiges Mädchen. Soll ich sie dir mal vorstellen? Hä? Ja, wirklich? Ich meine, klar doch. Dann hole ich sie her. Die Frau, die dann vor mir auftauchte, war Shiramine? Stimmt was nicht, Endo? Nein, es ist alles in Ordnung. Es ist diese wirklich schöne Empfangsdame, die in unserer Firma sehr beliebt ist. Sie ist eine meiner Arbeitskolleginnen und sie kann mich nicht aufstehen. Mein Name ist Naoyuki Endo. Ich bin 27 Jahre alt, angestellt in einer Firma. Ich war bisher so in meine Arbeit vertieft, dass ich immer noch Single bin. Ich werde bald 30 Jahre alt sein. Aber dank meines Kollegen Hayama konnte ich anfangen zu daten und mir meinen lang ersehnten Traum zu erfüllen, nämlich eine Freundin zu haben. Sie heißt Ichika Shiramine und ist 2 Jahre jünger als ich. Und ja, irgendetwas beunruhigt sie im Moment. Oh, sie ist heute schon hier. Morgen, Shiramine. Guten Morgen. Schönes Wetter heute, was? Ja, finde ich auch. Wie soll ich sie beschreiben? Shiramine war mir gegenüber ziemlich kalt, bevor wir anfingen, miteinander auszugehen. Aber nicht, weil wir auf der Arbeit waren. Auch privat war sie eher kühl. Sie behandelt die anderen männlichen Angestellten anders. Shiramine nickt ihnen oft zu und lächelt sie an. Obwohl wir zusammen sind, ist sie mir gegenüber immer noch so kalt. Hä? Eine Leimnachricht von Shiramine? Sie haben eine Leimnachricht von Shiramine. Wir sind zwar zusammen, aber bitte behalt das vor unseren anderen Kollegen für dich. Wenigstens weiß sie, dass wir zusammen sind. Sie hat sich den Ruf als Schönheit Nummer 1 in der Firma erworben und sich sogar den Spitznamen Empfangsgöttin verdient. Ich weiß, es ist ein Privileg, mit ihr auszugehen, aber naja. Oh Mann, Bettler können nicht wählerisch sein. Oder wie man so schön sagt. Und, kommst du mit Shiramine klar? Sie ist irgendwie kalt zu mir. Wie immer. Keine Ahnung warum. Hey, die einzigartige Ichika Shiramine hat doch dich gefragt, oder? Du solltest mehr Selbstvertrauen haben. Das ist Hayama, der sie mir vorgestellt hat. Natürlich verdanke ich ihm viel. Ich versuche so viel wie möglich dafür zu tun, dass diese Beziehung funktioniert. Ich erinnere mich, dass ich von Shiramine ein "Ich will mit dir ausgehen" bekommen habe. Klar, ich bin froh, dass wir jetzt zusammen sind, aber ich habe noch nicht mal mit dir Händchen gehalten. Wir gingen an unseren freien Tagen 2-mal aus. Beide Treffen waren gleich. Filme gucken und dann direkt zum Abendessen. Als ob wir den Tag mit einem Tiefpunkt beenden wollten. Ich meine, komm schon, wir sind ein Paar. Ich will eine Verabredung haben, wie sie normale Liebende haben. Oder zumindest sowas Ähnliches. Aber ich kann es mir nicht leisten, wegen solcher Dinge deprimiert zu sein. Dieses Wochenende sollte unser 3. Date werden. Tut mir leid, dass ich dich warten ließ. Das macht doch nichts. Ich bin auch gerade erst gekommen. Ich werde mich heute als Mann beweisen und sie mit meinem Tempo führen. Ich werde meinen Status als ihr Liebhaber aufbessern. Zuerst muss ich näher an ihr dran sein. Dieser Abstand ist zu groß. Also hey, Shiramine, willst du Händchen halten? Natürlich nur, wenn es dir recht ist. Wir halten Händchen? Ja, ist es dir unangenehm, Händchen zu halten? Es ist nicht so, dass ich mich dabei unwohl fühle oder so, aber... Entschuldigung, ich denke, ich muss das für heute ablehnen. Ich verstehe. Sicher, irgendwann bald. Hä? Sie hat mich zwar abgewiesen, aber sie ist ganz rot im Gesicht. Ich meine, Shiramine arbeitet am Empfang, also hätte ich nicht gedacht, dass jemand wie sie introvertiert ist. Shiramine, auf welche Art von Film hast du heute Lust? Lass mich mal sehen. Oh, wie wär's mit Kanons Romcom-Mangas, The Movie? In den Kritiken stand, dass es momentan die beliebteste Liebeskomödie ist. Sicherlich würde ein romantischer Film wie dieser den Stein ins Rollen bringen und Shiramine begeistern. Good Mother Teil 2 scheint eine bessere Wahl zu sein. Schauen wir uns den an. Von mir aus. Aber stehst du auf Mafia-Geschichten, Shiramine? Also ich habe mich dafür entschieden, weil er die längste Laufzeit in der Liste hat. Mann, ich verstehe ihre Kriterien für die Filmauswahl einfach nicht. Warte, sie will die mit der längsten Laufzeit sehen? Das heißt, sie will so wenig wie möglich mit mir reden, richtig? Meine Geschichten sind also langweilig, ja?
Genau wie ich dachte. Trotzdem. Oh, ihre Hobbys, richtig. Wenn das wenigstens funktionieren würde. Ich erinnere mich, dass Shidamine sagte, dass sie nicht nur Filme guckt, sondern auch für Aromatherapie steht. Vielleicht bringt sie das Reden über Aromatherapie in Stimmung. Und so, nachdem der Film zu Ende war, war Shidamine und ich zu einem Aromatherapie-Fachgeschäft gegangen. Wow, es gibt also alle Art von ätherischen Ölen. Das wusste ich nicht. Ja, interessant. Ich hätte nicht erwartet, dass du dich für ätherische Öle interessierst, Endo. Ist das so? Ich bin mir nicht sicher, ob es eine gute Idee ist zu sagen. Ehrlich gesagt wollte ich nur ein Gespräch mit dir anfangen. Das könnte sie verärgern. Naja, Aromatherapie ist eine Mischung aus Aroma, Duft und Parfum und Therapie, Heilmittel und Heilung. Was bedeutet, dass solche ätherischen Öle zur Heilung und zum Wohlbefinden verwendet werden? Wenn man Düfte riecht, die man liebt, fühlt man sich entspannt und erfrischt. Wow, das ist total interessant. Sie hat den Köder geschluckt. Wenn man über seine Hobbys redet, wird man natürlich sehr gesprächig. Natürlich ist es am wichtigsten, die Düfte zu wählen, die dem eigenen Geschmack entsprechen. Aber man muss versuchen, sie je nach aktueller Stimmung oder seinem Gefühl zu mischen. Faszinierend. Ich möchte versuchen, einen für mich auszuwählen. Hast du irgendwelche Vorschläge, Shidamine? Vorschläge? Ich dachte, es wäre das Beste, wenn ich jemanden, der sich auskennt, für mich auswählen lasse. Das würde mir wirklich helfen. Erinnere dich daran, was ich vorhin gesagt habe. Du solltest versuchen, selbst herauszufinden, welche Art von Duft du magst. Nimm einen subtilen Hauch vom Tester und dann entscheide, ob er gut ist oder nicht. Wow, das war eiskalt. Ja? Ich hatte eigentlich vor, auf deine Vorschläge zu hören. Für den Anfang würde ich vorschlagen, sie nicht miteinander zu vermischen. Eine Aromatherapiekerze sollte für dich ausreichen. Wenn du dich mit Feuer nicht wohlfühlst, kannst du auch einen Diffuser für ätherische Öle verwenden. Ah, ein Duft, der mir gefällt. Ich bin nicht besonders wählerisch, was die Düfte angeht. Weder mag noch hasse ich einen von ihnen besonders. Ich benutze normalerweise keine Parfüms oder Deodorants, also... Was ist los, Endo? Mir ist gerade etwas eingefallen. Das kann nicht sein. Also ging es die ganze Zeit darum? Ist das mein Körpergeruch? Rieche ich etwas schlecht? Also der Grund, warum sie sich nicht einmal traut, meine Hand zu halten? Oh, plötzlich ergab alles Sinn. Wenn man bedenkt, wie sehr Shidamine den Duft dieser ätherischen Öle liebt, nehme ich an, dass mein Körpergeruch für sie einfach zu unerträglich ist und sie deshalb Abstand von mir hält. Nein, nicht nur das. Ich übersehe hier etwas. Das ist es. Sie benutzt mich als Zaun, um ihren Verehrer abzuwehren. Ich verstehe. Der Grund, warum sie sich einen langen Spielfilm ansehen wollte, um es einfach auszudrücken, sie wollte nicht mit mir reden, weil mein Körpergeruch unerträglich ist. Vielleicht ist das der Grund. Den Freund benutzt, nur Männer abzuwehren. Das könnte funktionieren. Wahrscheinlich stößt du mit einem stinkenden Freund wie mir Frauen, Kinder und sogar Tiere ab. Wirklich alles. Um es kurz zu machen, Shidamine wollte nur eine Barriere um sich herum und das ist der Grund, warum sie mit mir geht. Diese Göttin an der Rezeption, Shidamine, war vielleicht so eine Person. Wenn sie durch die Straßen geht, wird sie bestimmt von Jungs angemacht und es wäre nicht übertrieben zu sagen, auch von Mädchen. Und ja, auch von Tieren. Solange irgendjemand in die Kategorie des stinkenden, alleinstehenden Mannes mittleren Alters passt, kann sie ihn sicherlich nutzen. Ich habe unser Date heute wirklich genossen. Ja, wirklich? Ist etwas, Endo? Nein, gar nichts. Gut, dann trennen sich hier wohl unsere Wege. Endo? Als Folge dieses Fiaskos hatte ich danach große Angst, mich Shidamine zu nähern und hielt so viel Sicherheitsabstand zu ihr wie möglich. Unsere Interaktionen beschränkten sich auf Lime, da ich vermeiden wollte, ihr bei der Arbeit zu begegnen. Trotzdem macht es mir nicht aus, dass sie so kalt war. Diese Art von Beziehung war wahrscheinlich das Beste für uns beide. Außerdem scheint sie wirklich genervt von mir zu sein, wenn das so weitergeht. Naja, werden wir uns eh früher oder später trennen. Dann traf sich Shidamine endlich wieder mit mir. Ich bereitete mich voll und ganz auf diesen Moment vor, benutzte Deo und gurgelte mit Mundwasser. Damit war ich bereit, sie zu treffen. Es ist schon eine Weile her, dass ich dich das letzte Mal gesehen habe, Endo. Ja, das stimmt wohl. Also, worüber wolltest du reden? Eigentlich habe ich diese Papiere für uns. Ein Eheabtrag? Geht es hier nicht eher um eine Trennung? Hä? Wie kommst du auf die Idee, dass wir uns trennen wollen?
Ich meine, sieh mal, Shidamine, du liebst mich doch gar nicht, oder? Hm? Wir haben nie Händchen gehalten, seit wir zusammen sind, und warst doch irgendwie distanziert zu mir. Hm? Das war... Ich mach dir keine Vorwürfe oder so. Alle sind verrückt nach dir als Empfangsgöttin und natürlich ist mir das nicht entgangen. Deshalb hat mich die kurze Zeit, die wir zusammen verbracht haben, wirklich glücklich gemacht. Gut, dann dein Name hier bitte und deine Unterschrift. Hast du überhaupt zugehört, was ich gesagt habe? Ja, ich habe alles gehört. Ich glaube, dass es hier einige Missverständnisse gibt, aber wir sollten zuerst mal den Antrag einreichen. Nein, wir sollten zuerst dieses Missverständnis aus der Welt schaffen, richtig? Ich liebe dich, Endo. Meine Haltung dir gegenüber mag zu Missverständnissen geführt haben. Ich möchte mich dafür entschuldigen. Ich habe noch nie jemanden getroffen, der so nett zu mir war, Endo. Warum hältst du dann Abstand, wenn du mit mir zusammen bist? Ich hatte Angst, mich in dich zu verlieben. Viel mehr als jetzt. Ich bin impulsiv und die Dinge geraten leicht außer Kontrolle. Ich hörte Shidamine zu und es schien, als ob sie ihr wahres Gesicht verbergen wollte. Niemand würde einen Eheantrag als Scherz einreichen wollen, also meinte sie es wohl tatsächlich ernst. Du magst mich also wirklich so sehr, dass du mich heiraten würdest? Ja, das sind meine ehrlichen Gefühle. Ich möchte mit dir zusammen sein, mein ganzes Leben lang. Ein paar Tage später reichte ich die Heiratsanträge zusammen mit Shidamine, Ichika, in der Mittagspause beim Rathaus ein. Und so führte eins zum anderen. Ehrlich gesagt war sie von Anfang an ein Spätzünder, schätze ich. Aha, so ist das also. Naja, auf jeden Fall Glückwunsch zu eurer Hochzeit. Übrigens, Hayama hat mich Ichika nur auf ihren Wunsch hin vorgestellt. Es war ja irgendwie peinlich, wenn das nach außen dringen würde, also hat Hayama den Mund gehalten. Es ist nur... Ja? Ich meine, wir haben schon die Heiratsanträge eingereicht, aber wir haben immer noch nicht Händchen gehalten. Nicht ein einziges Mal, bis jetzt. Alter, bist du so besessen davon, mit dir Händchen zu halten? Sie tut wirklich ihr Bestes, also könntest du ihr wenigstens ein bisschen Spielraum lassen. Weißt du, nimm dir Zeit, sie besser kennenzulernen. Abgesehen davon, Ichikas Antworten sind ein Rätsel, das dich zum Nachdenken bringt. Es gab eine Zeit, da wollte sie zusammenleben, kurz nach unserer Hochzeit. Also schlug ich vor, zu mir zu ziehen, in der Nähe unserer Firma, wo... Dein Zimmer ist nicht gut genug, Naoyuki. Hä? Warum? Meine Wohnung ist besser zugänglich als deine. Und dann gab es eine Zeit, in der ich wirklich etwas gegen meinen Körpergeruch tun wollte. Ich möchte wirklich versuchen, Parfüm zu benutzen. Weißt du genau wie Hayama, also irgendwelche Meinungen? Parfüm? Das kannst du nicht machen. Das würde nur deine einfache, bodenständige, angenehme Seite ruinieren, Naoyuki. Und so ging es weiter. Es ist, als ob sie absichtlich das Thema wechselte und meine Fragen auswich. Gut, ich werde Hayamas Rat befolgen, ihr zumindest etwas Zeit zu lassen und mir etwas Zeit nehmen, um sie besser kennenzulernen. Naoyuki, ich werde das Abendessen vorbereiten. Du kannst dich ein bisschen entspannen. Vielleicht ein oder zwei Fernsehsendungen schauen. Klar. Am gleichen Tag, an dem wir die Heiratsanträge im Rathaus abgegeben hatten, machten wir uns auf den Weg zu Ichikas Haus, wo ich die Nacht verbrachte. Ich werde nächsten Monat ausziehen und von da an mit dir zusammenleben. Ich kümmere mich um dein Jackett. Danke. Außerdem bereite ich unser Essen vor. Bitte nicht gucken. Hä? Warum? Wenn du mich kochen siehst, ist das irgendwie peinlich. Okay, bis später dann. Wie auch immer. Wow, es ist wirklich geräumig hier drin. Alles ist ordentlich aufgeräumt und dann ist da dieser angenehme Duft von ihren ätherischen Ölen. Sie hat sogar unser erstes gemeinsames Selfie eingerahmt. Ehrlich gesagt hatte ich überhaupt nicht das Gefühl, dass wir ein Ehepaar sind. Sie ist schüchtern und eine Spätzünderin. Wahrscheinlich ist es das Beste, wenn ich mich von nun an bemühe, sie besser zu verstehen. Ich war optimistisch und nahm alles etwas gelassener. Ich bin so eine Katastrophe. Hä? Hat sie etwas gesagt? Ich hörte eine Reihe von tiefen Atemzügen aus der Küche. Mehr noch, es wurde intensiver, je mehr Sekunden verging. Sie sagte nicht gucken, aber ich konnte nicht anders, als mir Sorgen zu machen, was da vor sich ging. Also öffnete ich die Küchentür und... Es ist voll mit Naoyukis Duft. Ich wusste nicht, was zum Teufel los war, aber ich sah, dass Ichika meine Jacke trug und darin schnüffelte, während sie unser Essen kochte. Du hast geguckt, obwohl ich dir gesagt habe, du sollst nicht. Aua, ich habe mir Sorgen um dich gemacht.
Ich kann nicht glauben, dass du das getan hast. Habe ich dir nicht gesagt, dass es mir peinlich wäre, wenn du mich hier sehen würdest? Also, ich bin derjenige, dem das peinlich ist. Es war zu viel, um in diesem Moment zu verarbeiten. Uns beiden war es wirklich peinlich, nur um das nochmal klarzustellen. Ich hätte nie gedacht, dass du jemand bist, der einen Geruchsfetisch hat, Ichika. Oh, ich wollte nicht, dass du davon erfährst. Ich wollte wirklich nichts von all dem wissen, aber jetzt, wo es rausgekommen war, konnte ich das Thema nicht einfach ruhen lassen. Auf jeden Fall ist es jetzt klar, dass Ichika meinen Duft wirklich mochte. Also der Grund, warum du dich von mir ferngehalten hast, war... Weil mir immer, wenn du in der Nähe bist, so schwindelig wurde, dass ich nicht mehr geradeaus laufen konnte. Was willst du damit sagen? Na, dass ich deinen Duft wirklich liebe. Puh, schön das zu hören. Ich glaube nicht, dass ich darüber hinweggekommen wäre, wenn es andersrum geworden wäre. Und der Grund, warum du den Film mit der längsten Laufzeit gewählt hast, war... Er war schwach beleuchtet, also ich wollte deinen Duft genießen, ohne erwischt zu werden. Und als du mich daran gehindert hast, mich zu parfümieren, war das... Weil es eine Verschwendung wäre, wenn du deinen Duft mit einem solchen Parfüm überdeckst. Das heißt, du hast das also aus Spaß für dich behalten, ha? Warte mal, der Grund, warum du dich nicht für meine Wohnung entschieden hast, war also... Das ist einfach zu viel, von so einem Duft umhüllt zu sein. Oh, ich würde schwanger werden. Sag, hast du im Aufklärungsunterricht nicht zugehört? Also ich will nur sagen, dass man von Dingen wie Körpergeruch nicht schwanger werden kann. Mann, was soll ich denn jetzt machen? Es gibt nichts wirklich Positives, was ich in diesem Schlamassel finden kann. Das Wichtigste zuerst. Könnte ich meine Jacke zurückhaben? Nein, sie ist mit deinem Duft durchtränkt. Ich gebe sie auf keinen Fall zurück. Ich meine, du könntest meinen Geruch direkt riechen und... Was hast du gerade gesagt? Oh Mist, vergiss, dass ich das gesagt habe. Stimmt, wir hatten auch diese Möglichkeit. Stimmt doch, oder? Wir sind doch Mann und Frau. Es gibt keinen Grund, sich zurückzuhalten. Dann umarmte mich Ichika noch fester und glücklicher. Dieser Duft ist alles für mich. Ah, also sieh mal, können wir damit anfangen, indem wir Händchen halten? Ich werde dich mein ganzes Leben lang nicht mehr loslassen. Oh Mann, das ist so süß. Warte, also magst du mich wirklich? Bist du dumm? Ja, natürlich liebe ich dich. Wenn ich mir die Situation so ansehe, glaube ich, dass du meinen Duft einfach mehr magst als mich selbst. Natürlich liebe ich deine Persönlichkeit, dein Aussehen natürlich auch. Meint sie das ernst? Um die Wahrheit zu sagen, am Anfang war ich wirklich besorgt. Ich dachte, du würdest mich verachten, nachdem ich mein wahres Ich gezeigt habe. Nein, ich würde dich nie hassen. Ich schätze, es ist nur, ich bin irgendwie verlegen. Was ist dir peinlich? Ja, ich bin ein bisschen über meinen Körpergeruch bewusst. Sei selbstbewusst. Du bist wirklich jemand, der einen besonderen Duft besitzt. Ja, seltsamerweise bin ich nicht glücklich, das zu hören. Hör mal, ich mag deinen Duft wirklich sehr, Naoyuki. Wirklich? Ah, du findest das wahrscheinlich komisch, oder? Also diese Unterscheidung zwischen dem, was normal ist und was nicht? Ja, ich bin einfach total verwirrt. Warte mal eine Minute, ich muss meine Gedanken ordnen. Ich war wie betäubt, als ich darüber nachdachte, aber Shiramine liebt mich. Also sollte es ja keine Probleme geben, dachte ich. Das tut mir wirklich leid. Sogar so weit zu gehen, dich in eine Ehe zu drängen. Du bist süß und verlässlich, ich liebe dich wirklich sehr. Das habe ich schon verstanden. Trotzdem ist es mir irgendwie peinlich, aber es gibt nichts mehr, wofür du dich entschuldigen musst. Danke, dass du das verstehst. Nun, das bringt uns zu... Ich kann mich voll reinhängen, oder? Aber Ichika, du bist zu stark! Dieser lang ersehnte Tag steht vor mir. Eine gemeinsame Hochzeitsnacht mit dir, Naoyuki. Gib mir eine Sekunde. Lass mich wenigstens noch duschen. Was redest du denn da? Sei nicht so ein Spielverderber. Ich werde das Licht dimmen, okay? Warte mal, Ichika? Ich kann nicht wirklich erklären, was danach passiert ist. Aber wenn ich es in einem Wort beschreiben sollte, dann war es einfach großartig. Ich brauchte nur eine einzige Nacht, um die Eigenheiten meiner Partnerin kennenzulernen und sie so zu akzeptieren, wie sie war. Ein paar Tage später hatte ich während unserer Mittagspause dieses Gespräch mit Hayama.
Im Büro heißt es, dass Ichika in letzter Zeit immer super gelaunt ist. Jetzt, wo ihr verheiratet seid, ist jeder Tag für sie ein Glückstag, was? Ja. Und du? Wie findest du dein Eheleben? Es ist super. Ich meine, sie ist einfach die Hübscheste und sie kümmert sich auch gut um unseren Haushalt. Aber es gibt da ein bestimmtes Hobby, auf das sie steht und auf das ich noch nicht so voll und ganz klarkomme. Welches besondere Hobby? Ah, vergiss es. Da fällt mir ein, dass meine Frau einen Fetisch für Wehen hat. Sie nervt mich wirklich jeden Tag damit, dass ich meine Wehen zeigen soll. Wow, das ist neu für mich. Anscheinend gibt es solche Dinge in jedem Haus, aber ob der Partner sie gut heißt, ist eine andere Frage, die sich daraus ergibt. Oh, Naoyuki, hier bist du. Ha, Ichika, was ist los? Ich habe etwas zu erledigen. Gut, ich gehe dann mal. Wir sehen uns dann später. Ich lasse euch beide mal allein. Also Ichika, was war das für eine Angelegenheit, um die du dich kümmern musstest? Wow! Beeil dich, wir haben keine Zeit. Da drüben. Wo drüben? Zum Umkleideraum. Hä? Danach ging Ichika und ich in die Umkleidekabine, wo sie mich zu einem Spinn schob und uns darin zusammenfärchte. In deinem Spinn zu sein, der voll von deinem Duft ist. Das beste Gefühl überhaupt. Mensch, ich hab's dir doch schon mal gesagt. Du kannst nicht einfach so in meinen Spind reinplatzen. Sorry, ich konnte es nicht bis zu Hause zurückhalten. Nur noch ein kleines bisschen. Mann, was soll ich tun? Nur ein kleines bisschen, ja? Zuerst dachte ich wirklich, dass sie mich verabscheut. Aber es stellte sich heraus, dass ich falsch lag. Ja, mein jetziges Eheleben ist ein bisschen anders, als ich es mir vorgestellt habe. Aber jeder Tag ist aufregend, also beschwere ich mich nicht. Ich werde es bestimmt genießen, jeden Tag mit einer anhänglichen Ichika zu verbringen. Ganz sicher.